Hi zusammen und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Nähanleitung hier auf dem Stoffehämmers YouTube-Kanal. Und wir nähen heute zusammen einen Frühjahrspulli für Mädchen. Das Besondere an diesem Pulli ist die wunderschöne Raffung. Ich bin übrigens Anni vom Kanal Handmade by Anni und ich zeige dir jetzt, wie du diesen Pullover nähst. Los geht's! Du beginnst mit dem Zuschneiden deiner Schnittteile und vergiss hierbei nicht die 1 cm Nahtzugabe. Für die Kapuze brauchst du 4 Teile, 2 für außen und 2 für innen, dann das Bündchen und natürlich Nähgarn. Für die Nähmaschine benutze am besten eine Jerseynadel und für das Umnähen am Saum nehme ich nachher eine Zwillingsnadel. Leg dir zuerst einmal das Vorderteil rechts auf das Rückenteil, steck es fest und dann nähst du die Seitennähte und die Schulternähte zusammen. Wenn du mit der Nähmaschine nähst, dann kannst du die Nahtzugaben einmal auseinanderbügeln. Weiter geht's mit den 2 Rechtecken für die Rüschen. Diese legst du rechts auf rechts aufeinander und die kurzen Seiten steckst du zusammen und nähst sie anschließend aneinander. Nun wird an der oberen Kante einmal eingereiht. Das heißt, wir raffen das Ganze. Dafür stellst du deine Nähmaschine auf die längste Stichlänge ein und startest dann ca. 1 cm vom Rand ohne Verriegeln rundherum einmal eine gerade Naht. Auch am Ende bitte nicht verriegeln, denn anschließend wird an einem der Fäden gezogen und somit entsteht die Raffung. Jetzt lässt du dir den Faden lang genug, schneidest ihn ab und dann ziehst du an einem der Fäden. Zieh nur so am Faden, dass dieser nicht reißt. Also immer wieder nachschieben und weiterziehen. Nachschieben und weiterziehen. Die Rüsche muss nachher die Breite des Oberteils haben. Diese steckst du dann rechts auf rechts an das Oberteil. Du kannst auch einmal die Fäden zusammenknoten und wenn du möchtest, nach dem Zusammennähen auch den Reihfaden wieder lösen. Schnapp dir hier jeweils die Außennähte und lege sie genau übereinander. Und nun ist es wichtig, dass du versuchst, die Raffung relativ gleichmäßig zu verteilen. Und dann klammerst du alles fest. Ich lege mir nun den glatten Stoff nach unten und den gerafften Stoff nach oben, denn so kann man beim Nähen die Raffung noch etwas anpassen. Ich nähe nun den gerafften Teil mit einem Geradstich knapp unterhalb der Raffnaht an das Oberteil. Und gewendet sieht es nun so aus. Weiter geht's mit den Ärmeln. Wichtig ist, dass du dir die Markierungen vom Schnittmuster einmal überträgst. Die Ärmel legst du nun jeweils zur Hälfte und steckst die Innennaht einmal fest. Anschließend nähst du sie zusammen. Nun wendest du dir die Ärmel einmal auf rechts und steckst sie in das Ärmelloch. Pass nur auf, dass du jetzt den richtigen Ärmel auf die richtige Seite klammerst. Das erkennst du an den jeweiligen Markierungen.
Bei den Overlock-Nähten lege ich immer eine Naht nach rechts und eine Naht nach links, dann gibt es keine dicken Nähte. Und nun werden die Ärmel an das Oberteil genäht. Die Overlock-Nähte kannst du nun einmal in der Naht vernähen. Und weiter geht's mit dem zweiten Ärmel. Beim Ärmelbündchen legst du dir nun die kurzen Seiten aufeinander und nähst diese einmal zusammen. Und dann wird das Bündchen rechts auf rechts an die Ärmelsäume gesteckt. Die Naht des Bündchens wird an der Innennaht des Ärmels platziert. Auch hier achte nun darauf, dass die Nähte nicht alle übereinander liegen, sondern verteile sie nach links und nach rechts. Nun dehne ich mir das Bündchen einmal, um die Hälfte zu ermitteln. Und dann eruiere ich noch die Viertel. Und nun wird das Bündchen gleichmäßig gedehnt angenäht. Du dehnst nur das Bündchen und nicht den Jersey des Ärmels. Das machst du natürlich mit beiden Ärmeln. Weiter geht's mit der Kapuze. Dafür legst du dir jeweils die Kapuzenteile für innen und die Kapuzenteile für außen rechts aufeinander, klammerst diese Rundung zusammen und dann wird alles zusammen genäht. Das machst du mit der äußeren und der inneren Kapuze. Nun legst du beide Kapuzenteile rechts auf rechts ineinander, steckst und nähst dann die vordere Ausschnittkante zusammen. Wende die Kapuze nun auf rechts und bügele die vordere Ausschnittkante einmal schön glatt. Am vorderen Halsausschnitt hast du zwei Markierungen, die brauchst du nun gleich zum Anstecken der Kapuze. Ich ermittle mir gerade noch die hintere Mitte, denn dort wird die Kapuze mit ihrer Mittelnaht platziert. Den Rest der Kapuze steckst du nun anhand der Markierungen fest. Wenn du am vorderen Teil der Kapuze angekommen bist, legst du nun die rechte Seite einmal auf die linke Markierung und genauso die linke Seite der Kapuze auf die rechte Markierung, so dass sich das Ganze einmal überlappt. Achte darauf, dass du alle Lagen mit feststeckst. Und nun schließt sich der Kreis, beziehungsweise ich schließe ihn jetzt mit der Overlock. Auch hier vernähe ich nun einmal das Nahtende. Kommen wir zur letzten Naht und zwar dem Saum. Dieser wird ca. 1-2 cm umgeklappt und ich benutze dafür immer ganz gern Saumband, denn das erspart dir das ganze Festklammern. Du legst das Saumband ganz einfach an die untere Kante, klappst alles um und bügelst es nun fest. Und dann kannst du nachher ganz easy mit der Nähmaschine einmal drüber nähen. Ich nähe das gleich mit einer Zwillingsnadel. So sieht es dann aus, wenn das Saumband eingebügelt ist und du hast wirklich keine Probleme, dass nichts mehr sitzt. Und jetzt, mit ca. 1 cm Abstand, nähe ich einmal eine Doppelnaht mit der Zwillingsnadel.
Am Ende angekommen, nähe ich einmal ca. 1-2 cm über die Anfangsnaht, verriegel das Ganze und dann ist unser Frühjahrspulli fertig. Und jetzt bist du gefragt, schau gern in die Infobox, dort findest du den Link zum Schnittmuster und auch Infos zum Material, was ich benutzt habe. Und wenn du kein weiteres Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere gern diesen Kanal und schau auch gerne beim letzten Video vorbei. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachnähen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!